Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Gemünden und wir gehen die Traumschleife Heimat, die ihren Namen von der gleichnamigen Hunsrück-Filmtrilogie Heimat von Edgar Reitz hat. Die Strecke ist 10,6 Kilometer lang und es geht 389 Höhenmeter hoch und runter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke ist und wie die Drehorte so aussehen, dann bleibt dran. Wir sind bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, bisher gefällt uns die Strecke wirklich gut. Es gibt viele schmale Pfade, also Pfadliebhaber kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die schöne Burgruine hat uns auch wirklich gut gefallen. Von da aus hatte man auch sehr schöne Aussichten. Ja, und dazu kommt natürlich heute noch das schöne Wetter. Also es ist wirklich ideal zum Wandern. Ne? Wir haben es nicht zu heiß, nicht zu kalt. Der Himmel ist strahlend blau. Also mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Und jetzt sind wir auch nachher mal sehr gespannt, was so diese Drehorte der Heimattrilogie angeht. Da kommen wir nachher noch hin. Musik.
sind fast am Ende unserer Tour und kommen zum Fazit. Die erste Weghälfte zeichnet sich durch schmale Pfade und Wege aus und es geht überwiegend durch Wald. In der zweiten Hälfte gibt es etwas mehr Wiesen- und Feldabschnitte und zwischendrin gibt es auch immer wieder ein paar schöne Aussichten. Als Tipp hätten wir für euch, dass ihr euch im Vorfeld auf jeden Fall die Filmtrilogie Heimat von Edgar Reitz anschaut, dann seht ihr hier die ganzen Bauten mit anderen Augen. Ja, nicht so gut gefallen hat uns eigentlich nur, dass die Strecke teilweise etwas in Straßennähe entlang geführt hat, aber das ist nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Dafür haben uns einige Dinge sehr gut gefallen, zum Beispiel im Wald die schöne Burgruine Koppenstein, von deren Bergfried aus man einen wunderbaren Rundumblick hat hier durch die ganze Gegend. Dann gibt es noch einen schönen Steinbruch, durch den man über schmale Pfade marschiert und dann schließlich zum Schluss das schöne Städtchen Gehlweiler mit den ganzen Bauten von der Filmkulisse Heimat. Wir haben zwischen 8 und 9 Punkten geschwankt. Wir müssen also sagen, dass die 83 Punkte des Wanderinstituts hier gut vergeben sind. Wir haben uns aber schließlich entschieden für 9 von 10 Punkten. Ja, und nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren. Okay. Moment. Oh, ich muss erstmal ernst bleiben. Ja. Herzlich willkommen, lieb. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Okay, jetzt habe ich es aber. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So. Suchen. Der Sonne folgen, wenn sie hier untergeht. Das ist das Glück.